got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Im Vorspann habt ihr ja schon gesehen, was wir machen. Wir basteln heute drei verschiedene Schilder. Die Silvia war ja bei mir zu Besuch und sie hatte diese mega geilen Ideen. Schreibt mal in die Kommentare Do-It-Yourself-Videos, dann werde ich weitere Videos machen. Und natürlich Daumen nach oben, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich wünsche dir jetzt halt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starten wir jetzt halt mit diesem Schild. Ich habe hier auch schon mal was probiert und zwar habe ich mit der Acrylfarbe das gemacht. Das sind jetzt circa zwei Schichten. Ich werde noch eine Schicht drauf gehen und dann denke ich, ist das auch sehr gut überdeckt. Dieses Schild habe ich bei Teddy gekauft. Da war halt hier so ein Spruch drauf und alle Produkte sind vom Teddy, auch die anderen Do-It-Yourself Sachen. Und jetzt werde ich dieses Schild hier noch einpinseln und zwar mit Weiß. Was ich natürlich vergessen habe zu sagen, es wäre natürlich sinnvoll, wenn ihr darunter eine Unterlage nehmt oder eine Zeitung zum Beispiel oder eine Folie, je nachdem, damit ihr halt so wie ich jetzt nicht meinen Teppich voll male. Ich werde jetzt das trocknen lassen und dann werde ich nochmal eine Schicht drüber geben. So, dieses Schild ist auch fertig. Ich bin da, ich glaube, 3 oder 4 Mal drüber gegangen mit Weiß. Und ich werde jetzt hier oben hinschreiben, hier wohnen. Und dann in jeder Reihe schreibe ich dann den jeweiligen Pferdenamen hin. Hier könnt ihr das natürlich auch noch größer machen oder in eurer Lieblingsschrift. Ich habe jetzt hier einfach mal unsere Pferdenamen aufgeschrieben, welche bei uns in unserem Stall wohnen. 2 Plätze sind sozusagen noch frei. Und hier werde ich noch ein paar Sachen spielerisch verschönern. Und was ihr natürlich auch noch machen könnt, ihr könnt natürlich noch einzelne Bilder von den Pferden dann daneben kleben oder draufkleben. Finde ich auch eine mega süße Idee. Was ich jetzt zum Beispiel noch machen werde, ich werde hier diese wunderschöne Soulhorse-Marke dran kleben. Und zwar steht da Seelenpferd drauf. Ich denke mal, jedes Pferd von uns ist das persönliche Seelenpferd. Und da werde ich jetzt einfach mit der Heißklebepistole das befestigen. Und so schaut das dann am Stall aus und ich finde, das ist so eine süße Idee. Hier wohnen und dann eben die ganzen Pferdenamen, die hier auch wohnen. So süß. Schaut auch richtig gut aus, finde ich. Passt voll gut hier zu unserer Holzwand. Und ja, gefällt mir sehr gut. War die erste Variante. Kommen wir zur Halfterhalterung oder generell Trensehalterung. Hier habe ich dieses Schild hier. Sweet Home steht da drauf. Home is where the heart is. Eigentlich total süß. Aber das werden wir natürlich auch noch streichen. Ich nehme hier dafür einmal eine Weiß. Ich werde einmal mit Weiß drüber gehen. Und dann kommt natürlich Rosa da dran. Oder sogar Babyblau. Das weiß ich noch nicht genau, aber ich glaube, Rosa wird es. Dann passt es nämlich auch zum Spind. Aber wie gesagt, ich muss erstmal Weiß drüber gehen, weil sonst deckt dieses Weiße hier, also dieses Schwarze nicht. Und dann kann ich später mit Babyblau oder Rosa drüber gehen. Die Halfterhalterung ist fertig. So schaut die Halterung aus und ich finde die Halfter-Trensenhalterung richtig schön. Ihr könnt natürlich jetzt halt noch draufschreiben, zum Beispiel Halfter plus Trense oder nur Trense, je nachdem, was ihr da dran hängt. Ihr müsst natürlich nichts draufschreiben. Ich werde auf jeden Fall Halfter plus Trense noch draufschreiben.
Und ich finde, das ist eine so coole Idee. Und ich bin da zweimal drüber gegangen. Ich habe das einmal weiß ganz leicht lackiert und dann bin ich mit zwei Schichten rosa drüber gegangen. Schild Nummer 3 ist dieses hier. Und zwar werde ich aus diesem Life is better at the beach, was ja auch ein wunderschönes Schild ist, werde ich ein Boxenschild machen. Solche Schilder findet ihr überall eigentlich. Bei Depot, bei Kick, bei 1-Euro-Läden. Also müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Da habe ich auch dieses Schild hier gefunden und werde das aber jetzt auch noch ein bisschen ändern. Ich werde das hier abmachen, die Muscheln werde ich abmachen, den Seestern und hier auch. Das Einzige, was bleibt, ist diese Kordel. Und es wird natürlich auch anlackiert. Ich werde es wahrscheinlich blau machen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich das in so einem Babyblau. Muss ich mal gucken. Ich werde euch aber natürlich da mitnehmen und werde jetzt halt erstmal diese Teile hier abmachen. So einfach kann man ein Boxenschild selber machen. Ich finde es auch eine mega süße Idee, zum Beispiel zum Verschenken. Ich werde jetzt dieses Schild mit zwei Farben anstreichen. Einmal mit diesem Himmelblau. Finde ich richtig süß. Und dann werde ich noch schauen, wie das ausschaut, wenn man das so ein bisschen mit Glitzer lackiert. Also das muss ich einfach mal schauen, wie das wirkt. Wenn es natürlich nicht so schön ausschaut, dann werde ich das lassen und werde dann das Schild nur in diesem Babyblau färben bzw. anmalen. Ich würde sagen, wir starten und ich werde das jetzt halt erstmal anstreichen. Also ich habe jetzt halt, das Schild noch mit Glitzer eingesprüht, beziehungsweise nicht eingesprüht, sondern angemalen. Und ihr seht, wie wunderschön hier das glitzert sozusagen. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber dadurch, dass ich so eine Glitzertante bin, habe ich halt das jetzt halt noch gemacht. Und es schaut einfach auch richtig schön aus, finde ich. Und jetzt werde ich das Ganze noch bemalen. Ihr könnt natürlich eure Namen drauf machen. Ihr könnt die Abstammung von eurem Pferd drauf machen. Das Geburtsdatum, den Tierarzt, den Hufschmied, alles Mögliche. Ich werde jetzt einfach nur Faunita draufschreiben, wann sie geboren ist und wem sie gehört und meine Handynummer. Und das war's. Und dann werde ich noch eine kleine Marke hier aufkleben. Auch nochmal von Soulhorse. Die zeige ich dir jetzt gleich. Und zwar ist es diese hier. Die ist auch aus meiner Kollektion. If you can't be a unicorn, be a Fjordi. Das ist so niedlich. Das ist unsere Kollektion. Da steht dann hinten drauf Fjordi Faunita. Wir haben auch, also ich habe auch nicht spezifische Fjordi-Marken. Also jeder kann auch aus meiner Kollektion eine Marke sich kaufen. Das war mir auch ganz wichtig, dass es nicht nur Fjord-spezifisch ist. Aber es gibt natürlich auch für die Fjord-Besitzer eine Menge an Marken. Und ich werde das jetzt halt noch schnell machen. Und dann geht's ab in den Stall. Und dann zeige ich euch meine drei Schilder. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Hier kommt dann noch meine Telefonnummer hin. Und hier habe ich jetzt halt freigelassen, denn hier werde ich noch kleine, süße, rosane Herzchen drauf machen. So schaut jetzt halt mein fertiges Boxenschild bzw. Spindbild aus. Ich habe ja keine Box, aber ich finde es zuckersüß. Ich habe die Herzen extra richtig dick gemacht, dass sich das so ein bisschen abhebt. Ich hoffe, es trocknet auch so, wie ich mir das vorstelle. Und dieses Schild geht super schnell und einfach, kostet nicht viel. Und das könnt ihr auch verschenken. Ich finde es eine mega, mega, mega süße Geschenkidee. Und so schaut das Ganze an meinem Spind aus. Und ich finde es so süß. Also diese Variante ist meine Lieblingsvariante und ein mega schönes Geschenk auch. Ich bin total verliebt in dieses Schild. Und meine Handynummer muss ich natürlich noch ganz draufschreiben. Das muss ich jetzt halt noch machen. Aber diese Variante gefällt mir am besten.
Ich hoffe natürlich, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Schau mal auf jeden Fall hier bei meinen anderen zwei Videos vorbei, die ich dir jetzt halt hier verlinke. Ich werde dir hier oben mal mein letztes Video verlinken. Das ist auch ein mega cooles Video. Und zwar habe ich geschaut, was ihr bei DM so einkauft für euer Pferd und für den Stall. Also schaut mal da vorbei. Dann könnt ihr euch da auch so ein paar Inspirationen holen. Und wenn ihr hier unten klickt, dann kommt ihr zu einem Ausreitvideo, wo ich meine Trense verloren habe. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz tollen Samstag noch und wir sehen uns hoffentlich am Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss.